Herzlich willkommen zurück zu Trine 2. Ich habe immer noch keine Ahnung, wir sind Helden aus dem ersten Teil der Legende. Und wir sind hier. Und das Trine, das was uns in der ersten Teil der Legende schon zurückgibt, schon unseren Auftrag gegeben hat und uns zu Helden gemacht hat. Oh. Hat uns wieder gerufen. Uns anscheinend einen neuen Auftrag gegeben. Ganz wüsste man nicht, was los ist. Zumindest ist ich nicht. Puh. So. Mehr weiß ich jetzt eigentlich auch noch nicht. Nur, dass wir hier versuchen, mit Rätseln so weit zu kommen. So. Tch. Jeder unserer drei Helden, ein Magier. Ihre Helden sind ein Magier, eine Diebin, Unternehmerin und ein dumpfdämlicher Krieger. Mit dumpfdämlich meine ich dumpfdämlich. Das war so scheiße.
Achso, ja genau. Den können wir jetzt noch nicht einsetzen. Jetzt können wir wieder einsetzen. Ist das der Wind? Nein. Das ist die Luft aus diesen Rohren. Tut uns die Luft weh? Nein. Okay. Können wir dieses Objekt auch drehen? Das wäre vorher vielleicht auch schon ganz praktisch gewesen teilweise. Wahrscheinlich lese ich die ganzen Rätsel nicht so, wie es eigentlich gewünscht ist. Aber... es zählt nicht der Weg, sondern nur das Ergebnis. Oh. Was für ein lustig anmutender Ort. Seht euch an, wie groß das Ding ist. Das ist monströs. Okay. Okay, durch das Schild kommt auch... Schelmgeister. Okay. Aha. Thank you.
dachte, Mensch, haben wir erstmal mal die Schlange mit den Pfeilen verletzen können. Okay, na. Kurz lesen, wie soll denn das gehen? So. Okay. Aha! Du musst das in die Bude zum Einsturz bringen. Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Oh. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Wer bist du? Wir sind die drei Helden. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, okay. Ja, 8 Minuten haben wir noch. Ich schau mal wenigstens so. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Leute. Wie dich. Ach du meine Güte.
Mist, da geht's ja überall noch weiter. Okay. Gottchen. Ja, so. Jetzt holen wir uns ja schnell die ohne Kiste. Nein. Okay. Chinesen. Thank you.
Plus ist auch so. Zumindest. Okay, damit verabschiede ich mich für diese Episode. Ich habe noch eine ganz... Also, irgendwie müssen wir die Welt retten. Wir wissen noch nicht wie, wir wissen noch nicht warum. Aber... Wir werden schon rausfinden. Irgendwie ist es spaßig. Für dich auf alle Fälle. Ich muss nur mehr reden, ich weiß schon. Ich glaube, mich zu bessern. Jedes Mal wieder. Naja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lapis.